Obwohl ihre Fahrzeuge über kein ausreichendes Hygiene- und Sicherheitskonzept verfügen, hat der Bundesgesetzgeber zwischenzeitlich den Fernreisen von FlixBus genehmigt. Touristische Fahrten bleiben weiter untersagt, obgleich viele potenzielle Reisegäste schon geimpft sind und ausgeklügelte Belüftungs- und Schutzkonzepte für viel Sicherheit sorgen. Wie stehen Sie dazu? Also zum ersten Teil der Frage fällt meine Antwort ebenso kurz wie unbefriedigend aus, was der Bundesgesetzgeber da entschieden hat, im Hinblick auf das Innenverhältnis von FlixBus auf der einen Seite und dem klassischen touristischen Busverkehr auf der anderen Seite, ist für mich schlicht nicht nachvollziehbar. Wir kämpfen gemeinsam gegen Corona, aber wir kämpfen nicht gegen den bayerischen Mittelstand und gegen den Tourismusbusverkehr in unserem Land. Und deshalb müssen sich alle Maßnahmen an der Frage der Infektionswahrscheinlichkeit ausrichten und nicht daran, welche Art von Verkehr gerade bedient wird. Nach meinem Kenntnisstand sind die Belüftungs-, die Sicherheits-, die Hygienekonzepte im bayerischen Mittelstand häufig weit besser, als das bei FlixBus der Fall ist, und deshalb kann ich die Entscheidung nicht nachvollziehen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass ein häufig höheres Semester von Busreisen Gebrauch macht, da auch stark davon profitiert und dass dort die Durchimpfungsquote hoch ist. Da gibt es jetzt glücklicherweise ja gute Nachrichten, weil nicht zuletzt auf Drängen unserer Regierungsfraktion der Freien Wähler auch für Bayern schon wesentlich früher als im Bund entschieden worden ist, dass wir geimpften Menschen, solchen, die zweimal geimpft sind, jetzt den vollen Schutz genießen, auch ihre Freiheitsrechte so schnell wie möglich ja unverzüglich zurückgeben wollen. Denn Freiheit, und das ist meine feste Überzeugung, ist der Normalzustand in einer Demokratie. Sie war vorübergehend eingeschränkt in Diensten des Schutzes höherer Güter, des Schutzes von Leib und Leben. Aber sobald der Grund dafür entfällt, und das ist mit der zweiten Impfung der Fall, müssen diese Rechte unverzüglich zurückkehren. Der Bundesgesetzgeber hat sich da zunächst noch schwer getan. Wir haben in Bayern entschieden, wir machen das. Und das wird sich gerade auch auf den touristischen Reiseverkehr hoffentlich ganz, ganz schnell positiv auswirken. Mein Ziel ist es, die Menschen, die zweimal geimpft sind, möglichst schnell wieder zurück in die Busse, auf die Straße, damit aber auch in Urlaub zu bringen, was wir, glaube ich, jetzt alle ganz, ganz dringend brauchen nach all dem Wahnsinn. Genau. Die Bahn steht in puncto Umweltverträglichkeit hinter dem Reisebus. Trotzdem werden Bahnreisen nur mit 7% besteuert, während der sichere und umweltfreundlichere Reisebus mit 19% besteuert wird. Wie stehen Sie zu einer Anpassung der Mehrwertsteuer zwischen diesen beiden Verkehrsmitteln? Da kann ich nicht nur in die Kamera sagen, wie ich dazu stehe, sondern dazu haben wir alles, was in unserer parlamentarischen Macht steht, auch schon geliefert. Es gab schon Anträge der Freien Wähler Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag auf genau diese Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Die Gefechtslage ist da ganz klar. Wir in Bayern wollen das. Es gibt den Steuervorteil bei der Bahn wegen des Umweltschutzes. Und dann ist es völlig klar, dass ein noch umweltschonenderes Verkehrsmittel wie der Reisebus, was alle Studien zeigen, natürlich in gleicher Weise davon profitieren muss. Wir möchten das aus Bayern. Wir kämpfen auch im Bundesrat dafür. Das ist die einhellige Sichtweise unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Und ich hoffe sehr, dass wir eine neue Bundesregierung, die sich im Herbst bilden wird, dann auch auf der Berliner Ebene davon überzeugen können. Der Mai kann ein entscheidender Monat für den touristischen Reisemonat in Bayern werden. Welche Perspektiven sieht Ihre Regierungsfraktion für unsere Unternehmen? Ich bin fest davon überzeugt, habe das in vielen Stellen auch im Parlament schon häufig gesagt, dass es jetzt die Aufgabe von Politik sein muss, eine Art gutes Leben mit dieser Pandemie zu organisieren, bis dass wir endlich diesen ganzen Wahnsinn hinter uns lassen können durch das Impfen, durch die Therapiestrategien, was dann hoffentlich irgendwann im Sommer, im Herbst der Fall sein wird. Das heißt, wir brauchen jetzt klare Konzepte, wie wir Sicherheit auf der einen Seite und Normalität und Freiheit auf der anderen Seite bestmöglich unter einen Hut kriegen können. Dazu gehört es aus meiner Sicht, Freiheit zu eröffnen durch das Testen. Testen und Impfen, das sind unsere beiden Tore zurück zu Normalität und Freiheit. Aus meiner Sicht muss jemand, der in der Lage ist, über einen negativen Test nachzuweisen, dass er die nächsten 24 Stunden niemanden anstecken kann, in der Lage sein, in diesem Zeitraum auch beispielsweise mit einem Reisebus unterwegs zu sein, die Landesgartenschau jetzt dann zu besuchen, unterwegs zu sein im wunderbaren Bayern und darüber hinaus in Deutschland, genauso wie auch in die Außengastro können muss, genauso wie Präsenzunterricht möglich sein muss, mit dem Test im Hintergrund. Naja, und für alle, die schon die zweite Impfung hinter sich haben, und deshalb braucht man nicht nur den rhetorischen, sondern den echten Impfturbo, für die muss das erst recht möglich sein. Das muss jetzt der Weg sein, sukzessive Rückkehr zu Freiheit und Normalität. Ich glaube, wir Freien Wähler auch als Mittelstandspartei, als Partei, die den bayerischen Wirtschaftsminister stellt, sind da klar positioniert.
Wir haben ja auch Verfassungsbeschwerde gegen das Bundesgesetz eingelegt. Wir glauben, dass es jetzt Zeit ist, ein gutes Leben mit Corona zu organisieren und über den Impfturbo all das auch endlich hinter uns zu lassen. Dafür kämpfen wir in der bayerischen Staatsregierung, aber auch von Bayern aus auf der Bundesebene und hoffen, dass wir da, wo immer das nötig ist, einerseits unseren Koalitionspartner, andererseits aber auch die bundespolitischen Entscheider von diesem Weg überzeugen können, was in letzter Zeit ja glücklicherweise immer mehr in diese Richtung ging. Unser Ziel bleibt, dass es dieses Frühjahr, diesen Sommer wieder möglich ist, auch mit dem Reisebus sicher durch Tests und Impfungen, aber auf jeden Fall unterwegs zu sein. Ich glaube auch ganz ehrlich als letzter Satz, dass die Gesellschaft, dass die Menschen das ganz dringend brauchen. So urlaubsreif wie jetzt waren wir alle noch nie. Vielen Dank. Sehr gerne.